ist tatsächlich in der Seitenstickerhalle. Ja. Zunächst erstmal herzlichen Glückwunsch. Geburtstag. Hast du freiwillig gemacht, dass du am Geburtstag der Seitensticker spielst? Ja, war so zumindest mal viel. Mein Plan. Seit einem Jahr habe ich gedacht, ich spiele in der Liga auch. Und wenn ich so ein bisschen dran ziehe, dann wollte ich mich auch einfach qualifizieren für die deutsche Meisterschaft. Das habe ich geschafft, dann wollen wir ein Ziel wieder erreichen. Das war heute ein bisschen der Höhepunkt, dass ich hier nochmal in der Halle spielen durfte und diese ganze Atmosphäre mitnehmen durfte. Deswegen war es ein tolles Geburtstagsgeschenk. Wenn so ein siebenfacher Champion wieder auf sein Court, auf sein Wohnzimmer sozusagen, verrate mal den Fans bei Facebook, fühlt sich das immer noch so an wie früher oder ist es anders? Doch, das ist ein fantastisches Gefühl. Also wenn es jetzt nicht die Halle gewesen wäre, ich glaube, dann wäre ich nicht so heiß drauf gewesen, hier noch zu spielen. Weil es ist einfach nochmal was anderes. Ist. Also auch in der Liga zu spielen, ist ein ganz anderes Gefühl, als hier zu stehen auf dem Feld. Und das ich weiß, viele haben sich gefreut, dass er da war. 2020, 2021, schauen wir mal, oder? Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Geburtstagsfeier. Genieße es, lass dich verwöhnen. War schön, dass er da war. Herzlichen Glückwunsch nochmal, auch wenn es nicht zum Sieg gereicht hat. Björn Jokun. Danke dir.